Hallo meine Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal Lieblingsdinge. Ich bin Aminata und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Ja, ihr seht, ich habe mich ein bisschen der Situation angepasst. Heute ist Silvester. Ich wünsche euch erstmal ein frohes neues Jahr schon mal am Anfang. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, dass 2022 ein bisschen besser wird als 2021. Und ich dachte mir, zur Begrüßung mache ich heute auch mal ein bisschen Partystimmung. Ihr seht, mein Hintergrund hat sich auch angepasst. Und ich werde natürlich gleich die Brille abnehmen. Aber ich wollte euch erstmal erzählen, was kommt denn heute überhaupt für ein Video? Denn ich habe mir gedacht, es wäre doch eigentlich ganz schön, wenn es nochmal so zum Abschluss des Jahres ein Video gibt, wo ich ein bisschen mit euch rede, wo wir ein bisschen so das Jahr 2021 Revue passieren lassen, was ist so passiert, was kam Neues dazu, und ich wollte einfach mit euch so ein kleines Rückblickvideo abdrehen und auch natürlich nochmal darüber reden, was wird im Jahr 2022 so passieren. Aber jetzt würde ich sagen, nehme ich erstmal die Brille ab. Ja, also wie gesagt, ich fange einfach ein bisschen an zu reden. Ich habe hier auch ein kleines Zettelchen, damit ich nichts vergesse. Ich habe mir schon ein bisschen aufgeschrieben, was ich euch so erzählen möchte. Als allererstes, was ich ganz cool finde und wichtig finde, ist, wie ging es mit meinen Abonnenten weiter? Was ist mit meinen Abonnenten passiert? Am 20.01.2021, an dem Geburtstag meiner Tante, habe ich die 100 Abonnenten geknackt. Und jetzt sind wir mittlerweile schon bei fast 1000 Abonnenten. Ende des Jahres habe ich schon die fast 1000 Abonnenten geknackt und das finde ich wirklich so, so cool. Also ich kann es wirklich gar nicht fassen. Ja, was gab es alles zu sehen auf meinem Kanal in diesem über ein Jahr, wo ich jetzt YouTube mache? Es gab natürlich ganz viele Unboxings. Es gab Hauls, DIYs, Küchen- und Backvideos, meine italienische Reihe So schmeckt Italien. Da habe ich euch immer ganz viele neue Rezepte aus Italien so gezeigt, vorgestellt, mit euch ausprobiert. Dann natürlich meine Reihe Aminata testet aus. Und eine Sache, die auch immer mehr wird von Monat zu Monat, sind Kooperationen. Ich habe euch schon viele, viele Produkte vorgestellt, Produkte mit euch getestet, Kooperationen gezeigt. Und es wird wirklich von Monat zu Monat mehr. Was ich aber auch dazu sagen möchte, ist einfach, dass ich wirklich viele Kooperationen täglich bekomme und natürlich nicht annähernd alle annehme. Weil mir einfach wichtig ist, dass wenn ich eine Kooperation annehme, dass ich hinter dem Produkt stehe oder was auch immer das ist, dass ich es wirklich mit gutem Gewissen euch präsentieren kann, euch darüber erzählen kann und dass ich dieses Produkt auch einfach wirklich mag. Ich nehme keine Kooperation an, nur weil ich dann irgendwas umsonst kriege. Mir ist es ganz wichtig, dass ich euch nur das zeige, was ich selber auch mag. Und da kommen wir auch schon zum Thema, was ich vom ersten Video an gesagt habe. Auf meinem Kanal gibt es immer nur meine ehrliche Meinung. Alles, was ich zeige, alles, was ich sage, das bin ich. Ich verstelle mich 0,0, damit es irgendwie besser ankommt. Auf gar keinen Fall. Wenn ich was sage, dann meine ich es auch so. Und dann passiert es auch mal, dass ich einfach sage, boah, das ist ja hässlich oder das finde ich nicht gut oder das finde ich nicht lecker, weil es meine Meinung ist. Vielleicht findet ihr es lecker oder das gut. Das ist definitiv völlig in Ordnung. Aber ich möchte einfach sagen, das ist meine eigene Meinung. Und umso mehr bin ich auch dankbar für fast 1000 Abonnenten, weil ich mir auch denke, natürlich durch meine super duper ehrliche Meinung gibt es viele, die mich vielleicht nicht so mögen, weil ich nicht einfach zu einer Box sage, oh, die gefällt mir super, sondern wenn mir was nicht gefällt, dann sage ich das auch. Und deswegen wirklich danke an alle die das wertschätzen und einfach, dass ich auch so rüberkomme, wie ich hoffe, wie es ist. Einfach ehrlich und nicht gespielt. Ja, wie ich schon gesagt habe, gab es ganz viele verschiedene Videos dieses Jahr. Und zum Beispiel zum Thema Unboxings habe ich ja wirklich ganz viele verschiedene Unboxings gemacht. Wir sind einmal rund durch die Abo-Boxen gegangen. Ich habe viele Abo-Boxen mit euch angeboxt. Ich habe viele neue Abo-Boxen kennengelernt. Wir haben viele Limited Editions zusammen ausgepackt. Wundertüten sind sowieso das Beste. Ich liebe nämlich Überraschungen. Und bei Aminata testet aus, habe ich schon viele neue Dinge kennengelernt. Wie gesagt, bei So schmeckt Italien, ich habe euch so viele schöne italienische Rezepte gezeigt. Ich habe Rezepte aus der Kindheit meines Opas nachgebacken. Ich habe wirklich viel mit euch zusammen gemacht und zum Beispiel auch DIYs. Gerade letztes Jahr im Winter habe ich mit euch Adventskränze gebastelt, ein Adventsgesteck gebastelt, ein Türkranz gebastelt, Last-Minute-Geschenke. Also da haben wir auch schon viel zusammen gemacht. Und natürlich Holz. Jeden Monat einen Rossmann-Haul und noch andere Holz. Und
Die mache ich besonders gerne, weil ich einfach wirklich sehr gerne shoppen gehe und euch gerne zeige, was ich so gekauft habe. Mittlerweile sind wir schon bei über 200 Videos, über 215, 216, 217 Videos. Ich kann es euch gerade gar nicht so genau sagen. Und in den über 200 Videos für über ein Jahr sind auch einige Fails zustande gekommen. Es ist schon passiert, dass ich ein ganzes Video aufgenommen habe und der Ton war nicht an. Das heißt, ich musste alles nochmal drehen. Oder die Kamera hat nicht funktioniert. Oder mir ist irgendwas runtergefallen, was überhaupt nicht passieren darf. Wenn die Farbe auch sieht, ich werde es euch wie gesagt, aber ein... Eigentlich sieht das voll eklig aus. Aber es lohnt sich, weil am Ende wird es lecker schmecken. Und jetzt ziehe ich mir erstmal die Haare... Sieht aus, als wenn ich gerade eine Kuh gefasst habe. Also es sind schon einige lustige Dinge passiert und man erlebt schon viel so vor der Kamera, wenn man viele Videos dreht. Ja, es gibt natürlich auch Tage, da denkt man sich, oh nein, eigentlich habe ich jetzt gar keinen Bock, die Box anzuboxen. Dann gibt es Tage, wo ich sage, oh, ich freue mich so riesig, die Box jetzt anzuboxen. Aber im Großen und Ganzen liebe ich einfach das, was ich hier tue. Und ja, aber die Fails bleiben auf jeden Fall nicht aus. Ja, und was mir ganz, ganz wichtig ist, nochmal zu sagen, Dankeschön an meine Abonnenten. Dankeschön an meine fast 1000 Abonnenten. Ich kann das immer noch nicht fassen, dass ihr jedes meiner Videos guckt, dass ihr so lieb kommentiert, dass ihr mir auch privat schreibt, dass ihr mir Komplimente macht. Einfach wirklich Dankeschön, dass ihr mir auch zeigt, dass ich sehe, da sind Leute hinter diesen Abonnenten und die gucken mich einfach gerne und es bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel und ich freue mich einfach auf das, was noch kommt mit euch und ja, es macht einfach Spaß mit euch. Und da kommen wir auch schon zum Thema, was noch auf uns zukommt. Jetzt erzähle ich euch mal so ein bisschen, was 2022 passieren wird und ja, was uns noch so erwartet und was wir zusammen noch alles so machen. 2022 wird mit einer ganz, ganz tollen Kooperation starten. Eine Kooperation, die ich, ja, die gefällt mir einfach sehr gut und diese Kooperation wird auch mit einer Verlosung starten. Sagen wir mal so, es wird eine Verlosung in dem Video geben. Über 400 Euro ist die Verlosung und sie wird relativ früh am Anfang Januar, Anfang des Jahres hier auf meinem Kanal zu sehen sein. Darauf könnt ihr euch schon freuen. Ich freue mich nämlich auch riesig. Ja, was wird es noch zu geben? Natürlich werden meine Unboxings bleiben, keine Frage. Es werden Unboxings bleiben, Hauls, DIYs, Küchenvideos, Aminata testet aus. Grundsätzlich, mein Kanal wird so bleiben, wie er jetzt auch funktioniert. Aber ich werde definitiv, was das Thema Unboxings angeht, ein bisschen variieren. Ich werde mal eine Box kündigen, dafür eine andere abonnieren, eine Box pausieren, dafür eine andere nehmen, vielleicht eine Box komplett kündigen und dafür mehr Limited Editions kaufen. Ich werde einfach ein bisschen mehr Leben in diese Boxen bringen, weil es einfach auch noch so viele Abo-Boxen gibt, die ich überhaupt noch nicht ausgepackt habe, die wir überhaupt noch nicht kennen. Und deswegen will ich da so ein bisschen Abwechslung reinbringen, dass ihr auch mal andere Boxen seht und ja, dass euch da einfach nicht so ganz langweilig wird. Und ich habe ja auch eine Umfrage gemacht, was das Thema angeht, welche Videos mögt ihr denn am liebsten auf meinem Kanal? Und da haben Unboxings natürlich auch gewonnen, gefolgt von Hauls und am Ende kamen persönliche Videos und Kochvideos. Und ich werde das auch ein bisschen so handhaben, dass es wirklich hauptsächlich, wie es jetzt auch gerade ist, wird es viele Unboxings geben, aber auch Hauls. Aber ich werde es mir auch nicht nehmen lassen, persönliche Videos und Küchenvideos mit reinzubringen. Zum Beispiel Q&As oder Aminata testet aus, weil ich weiß, dass viele von euch das auch sehr mögen. Und ich hoffe und ich denke, dass mit diesem Gleichgewicht von diesen ganzen Videos, dass es irgendwie, dass mein Kanal halt spannend bleibt, denn er heißt ja auch nur mal Lieblingsdinge und da passieren auch einfach meine Lieblingsdinge und dazu gehören auch diese ganzen Dinge natürlich. Ihr seht ja auch vielleicht über das ganze Jahr, was ich jetzt YouTube mache, ein bisschen mehr als ein Jahr, dass ich wirklich auch sehr, sehr gerne Verlosungen mache. Viele schreiben mir auch, ich muss es doch nicht machen. Ich bin ja relativ klein noch, ich bin ein relativ kleiner YouTuber. Aber ich muss euch einfach sagen, wir machen Verlosungen super Spaß. Ich liebe es, Dinge zu verlosen. Ich liebe es, euch was zurückzugeben. Ich meine, ihr guckt ja auch meine Videos, ihr kommentiert, ihr liked. Und es freut mich einfach so. Und ich gewinne selber gerne. Und deswegen macht es mir einfach Spaß, euch was mitzugeben. Und deswegen wird es auch im Jahr 2022 einige Verlosungen geben, immer wieder mal was Neues. Es wird mal einen Monat mehr Verlosungen geben, einen Monat mal weniger Verlosungen geben. Aber es wird immer Verlosungen auf meinem Kanal geben, um euch auch einfach Dankeschön zu sagen, um euch was zurückzugeben. Denn ich finde es wirklich sehr toll und
danke, danke dafür, dass ihr halt einfach immer da seid. Und ich freue mich auch sehr darüber, wenn ihr mir mal privat eine Nachricht schreibt. Oder zum Beispiel, was auch öfter passiert, dass einige meiner Abonnenten mich erinnern, ey Aminata, guck mal, es gibt eine neue Wundertüte, es gibt eine neue LE, es gibt eine neue Box, woran ich vielleicht gar nicht gedacht habe, aber ihr denkt daran. Und ja, dafür möchte ich einfach Danke sagen. Viele von euch haben vielleicht auch mitbekommen, dass ich euch erzählt habe, dass ich in Köln war. Es ist jetzt schon auch wieder, na sagen wir mal, 2-3 Wochen her. Ich war in Köln für eine Woche und habe dort eine Sache gemacht, über die ich leider noch nicht mit euch reden darf. Aber das wird auch noch kommen. Ich werde euch spätestens im Frühjahr erzählen, was habe ich in Köln die Woche gemacht. Ich habe da wirklich viele tolle neue Leute kennengelernt. Ich habe neue Dinge erlebt. Ich habe dazugelernt. Und ich freue mich einfach schon, wenn ich euch sagen kann, was ich dort gemacht habe und euch das auch vielleicht zeigen kann, was ich dort gemacht habe, weil es für mich wirklich eine tolle Erfahrung war und ich möchte es auch mit euch teilen, aber ich werde euch definitiv davon erzählen, entweder Anfang des Jahres oder spätestens im Frühjahr, aber ihr werdet erfahren, was ich dort gemacht habe. Ja, und das war so ein bisschen mein kleiner Rückblick zu 2021 und meine kleine Vorschau für 2022. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn es 2022 so weitergeht, ihr mir liebe Kommentare schreibt, Daumen nach oben gebt. Es macht mir wirklich sehr, sehr Spaß. Und ja, das war's mit meinem kleinen Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen, so kleiner Rückblick, Vorschau. Ich dachte mir, ich rede einfach mal ein bisschen mit euch. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch einen schönen Silvesterabend, einen schönen Silvestertag, einen guten Rutsch ins neue Jahr, auf das 2022 einfach besser wird. Ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Jahr wieder und bleibt bis dahin gesund, habt Spaß. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wie gesagt, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann lasst mir doch ein Abo da und aktiviert die Glocke. Und dann würde ich sagen, frohes neues Jahr und bis dann. Tschüss!